Liebe Freunde, hier ist euer Steinball. Nach dem gemeinsamen Abenteuer hier mit Villas ist es an der Zeit, dass wir uns wieder an die Arbeit machen. Und ja, die Arbeit sieht im Moment so aus, dass wir mal einen Stufenaufstieg machen. Mit Velana beginnen wir. Stufe 7 Hexenmeisterin wird sie. Blutlinientalent Vampirgriff bekommen wir dazu. Dazu brauchen wir einen erfolgreichen Berührungsangriff im Nahkampf und ja, machen Schaden und bekommen Trefferpunkte zurück. Wobei ich nicht weiß, ob das wirklich so oft passieren wird, weil wir ja eigentlich mit ihr nicht in den Nahkampf gehen wollen. Okay, ein Talent kommt auch noch hinzu. 3 Punkte kann sie vergeben. 1, 2, 3. Dann wählen wir ein Talent. Zauberfokus hat sie in die Komatie schon sehr stark. Deswegen tendiere ich dazu, jetzt mal auf Metamagie zu gehen. Und ich beginne, glaube ich, mit Ausdehnen. Ich würde gerne mal Verstärken auch machen. Aber sie hat noch nicht so eine hohe Zauberstufe erreicht. Und hier werden die Zauber 2 Stufen höher. Das heißt, ich könnte nur Stufe 1 Zauber verstärken, weil wir im Moment nur 3 können. Und dann bringt das, glaube ich, nichts. Deswegen machen wir mal nur Ausdehnen erstmal. Und wir müssen ein Blutlinientalent auswählen. Zauberfokus, wie gesagt, haben wir schon in dem Bereich. Insofern machen wir einfach mal Eiserner Wille. Das passt, glaube ich, ganz gut auch zu ihr. So, jetzt müssen wir uns noch Zauber auswählen. Auch hier haben wir die meisten Nekromantie-Zauber. Ich wähle mal hier noch einen, diesen kränkelnden Strahl auf Stufe 1. Auf Stufe 2 nehmen wir mal Erschrecken für eine ganze Gruppe dazu. Ist auch Nekromantie. Ich bleibe jetzt mal ein bisschen beim Thema. Hier haben wir auch schon alles, was Nekromantie ist. Hier gibt es nichts mehr. Deswegen nehmen wir hier mal den Feuerball. Dann kann sie das auch. Sehr schön. So, damit ist sie durch. Und wir machen weiter bei Zephal, dem Magier. Auf Stufe 7 bekommt er ein Talent dazu. Und 6 Punkte, die wir verteilen können. Das machen wir geschwind. Und hier, weiß ich schon, hier nehmen wir den mächtigen Zauberfokus auf Beschwörung. Sehr schön. Damit ist er jetzt echt ein grandioser Beschwörungszauberer. Und dementsprechend werden wir auch unsere Zauber wählen. Wir werden natürlich Monster beizaubern 4 und mittelgroßes Element herbeizaubern. Machen wir mal als Beschwörung. Sehr schön. Gut, damit sind wir bei ihm auch durch. Wir kommen zu Gekka. Hieß er so? Ich glaube ja, ne? Unserem gesandten Rufer, dem Kleriker, der ein Talent dazu bekommt. Und 2 Punkte allerdings nur. Da machen wir Wahrnehmung und Wissen Religion bei ihm. So, und hier auf jeden Fall, das scheint mir ein Selbstläufer zu sein, besonderer Gefährte. Die Bindung ist ungewöhnlich eng und der Tiergefährte wird irgendwie auf die Stufe angepasst oder die Attribute deines Zielgefährten werden berechnet, als wäre deine Klasse 4 Stufe höher als bis zu einer Maximalstufe, die deiner Charakterstufe entspricht. Okay, das klingt sehr, 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 sehr gut. Gezieltes Fokussieren wäre natürlich auch gut. Wir haben gesehen, dass das ein Problem ist. Aber ich denke, der Zielgefährte spielt noch eine besondere Bedeutung. Insofern machen wir das mal. Das andere wäre dann was für die nächste Stufe. Wir lernen auch viele neue Zauber, aus denen wir auswählen können. Das müssen wir dann mal später machen. Wir machen weiter mit Mega, dem Schurken auf Stufe 7. Verbesserte hinterhältige Angriff und ein Talent kommt dazu. 7 Punkte, der Typ ist echt krass. So, in den ganzen Bereichen wird er besser. Und was geben wir ihm? Ja, das ist so eine Sache. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Geschickt, nee, das machen wir mal nicht. Kampfreflexe nehme ich mal bei ihm. Du kannst entsprechend deines Geschicklichkeitsbonus, und der ist viel, der ist hoch bei ihm, plus 5, glaube ich, eine Reihe zusätzlicher Gelegenheitsangriffe pro Runde ausführen. Mit diesem Talent kannst du Gelegenheitsangriffe auch dann ausführen, wenn du auf dem falschen Fuß stehst. Ja, das könnte nützlich sein. Machen wir das bei ihm. Gut, dann haben wir noch Tehara. Unsere Freibeuterin, die ein Talent dazu bekommt und 3 Punkte. 1, 2, 3. Wobei, ich wollte, glaube ich, bei ihr mal Athletik machen. Ich glaube, dann gehen wir mal bei Wissen Natur runter. Machen wir das mal hier. So, Kernschuss ist bei ihr nicht sinnvoll. Ich werde mal trotzdem sie jetzt nicht mehr hundertprozentig hier wichtig ist für die Verteidigung, werde ich trotzdem mal Schildfokus machen.
Also lieber zwei, die das richtig gut können, als ein verbessern wir mal in dem Bereich. Sie, Schildfokus, dürfte sie einfach eine Rüstungsklasse mehr haben mit dem Schild. So, okay. Und dann kommen wir zu Schluss zu dem guten Rabauken. Dem Mönch auf Stufe 7, Talent und KI-Schlag. Oder Kiesch, ich sage immer KI-Schlag. Kieschlag, altes, kaltes Eisen und Silber. Da werden seine waffenlosen Angriffe jetzt auch als kaltes Eisen- und Silberangriffe gewertet, was ich ziemlich erstaunlich finde. Zwei Punkte für ihn und hier nehmen wir mal Wahrnehmung und Beweglichkeit. So. Und bei ihm wählen wir das, was wir schon immer gesagt haben, damit wir unser Amulett einsetzen können. Nehmen wir, wobei Kranichriposte auch richtig cool wäre, nehmen wir aber trotzdem erstmal die Waffenfinesse. Und das gucken wir uns dann auch gleich mal an, was das bei ihm bringt. Er hat ja das noch umgelegt. Und da sehen wir, also jetzt Schadenswürfe, wird der Geschicklichkeitsmodifikator verwendet. Und dadurch haben wir einen deutlich besseren Angriffswert. Wahnsinn. Übrigens, dass hier jetzt drei Zahlen angezeigt werden, das hängt jetzt mit dem neuen Patch zusammen, wo das irgendwie anders dargestellt wird. Aber fragt mich nicht so richtig, wofür jetzt diese drei Zahlen da eigentlich stehen. Könnt ihr mir sicher erklären in den Kommentaren. Auf jeden Fall ist das übrigens das erste Video mit diesem neuen Patch 3.0, heißt er so? Na, auf jeden Fall. Nee, 1.3, so heißt er. Ein großer Patch, der... Mal gucken, wie er sich jetzt auf dieses DLC hier auch auswirkt. Aber da haben sie wohl einiges getan, auch im Baronie-Management und so weiter. Sehr viele Quality-of-Life-Erleichterungen. Okay, wir haben das Wichtigste getan. Eine Sache will ich aber trotzdem noch machen, damit ich es nicht vergesse. Ich will jetzt hier mal einmal Meta-Magie schon mal anwenden, nämlich bei dem Orkanbogen, da passt das ganz gut. Machen wir das mal. Zauberschreiben. Zurück zum Zauberbuch. Und beim kränkelnden Strahl. Magierrüstung lohnt sich, glaube ich, nicht auszudehnen. Das wäre Unsinn. Da machen wir das. Zauberschreiben. Und jetzt gucke ich mal auf die Stufe 2 Zauber. Achso, hier kommen wir da ja auch hin. Bebende Knochen. Falsches Leben ist auch Quatsch. Blindheit geht auch nicht. Erschrecken könnte man machen. Ja, machen wir das noch mal. Müssen wir mal sehen. Okay. Gut. Dann haben wir das. Und jetzt recherchieren wir hier erstmal bei den Fischern, ob die irgendwas bemerkt haben hier von dieser Unruhestifterin. Hat sich hier irgendwas verändert? Oh ja, schaut mal. Hier ist ein Graffiti gesprüht. Nein, hier ist irgendwas an die Wand geschrieben worden. Nieder mit dem Tyrannen. Okay. Gut. Sehr schön. Aber das ist jetzt erstmal kein Fischer gewesen. Kann uns vielleicht noch jemand was sagen? Und wo ist die große Scheune, von der die Rede war? Hier ist sie. Ah, da steht auch was drauf. Es lebe die Relovution. Okay. Ein paar Sachen müssen sie noch arbeiten. Ist das die Scheune hier, von der die Rede war? Bin ich ganz sicher. Aber hier ist niemand, mit dem wir sprechen können, wie es aussieht. Wo bist du denn jetzt eigentlich? Hier. Warte mal. Hier ist ein Bauer. Vorne liefen doch hier... Hier steht auch was. Wir werden siegen. Vorne liefen doch hier noch Fischer durch die Gegend. Das sind Wachen. Ich meine, was sind das überhaupt für Wachen, die nicht aufpassen hier, wenn Gebäude beschmiert werden? Aber im Moment sehe ich hier irgendwie keine Fischer mehr. Gut, gehen wir mal auf die Suche nach der großen Scheune, von der hier die Rede war. Bin mir nicht ganz sicher, welche gemeint ist. Können wir mal die Wache fragen? Ich habe das Gefühl, dass uns die ganze Zeit jemand beobachtet. Hier, das wird sie sein. Sieht zumindest so aus. Wir gucken jetzt mal in dem Fass. Da ist noch ein bisschen Fleisch. Das können wir mal nebenbei einsammeln. Oh, verdammt, eine Wache. Hat's erwischt. Was ist hier los? Die Wachfrau wurde bewusstlos geschlagen, ist aber wohl auf. Okay, bis jetzt hat keine Spuren der Generalin zu der Unruhestifterin geführt. Aber vielleicht haben ja die Wirtinnen der Taverne etwas in Erfahrung gebracht. Können wir nicht noch rein? Sie haben Forken, Sensen und Flegel aus der Scheune geholt. Alles, was sich als Waffe
geeignet. Oh mein Gott. Das ist ja wirklich eine Pöbelrevolution von Leuten, die noch nicht mal ordentlich schreiben können. Dafür haben wir überhaupt keinen Respekt, kein Verständnis. Diesen Menschen können wir nur Abscheu entgegenbringen, sagt sich Velana und fragt nochmal in der Taverne nach. So, Carina, was ist los? Ich habe mich umgesehen, die Unruhestifterin aber noch nicht gefunden. Wisst ihr etwas Neues? Sie ist nie wieder in der Taverne aufgetaucht, aber die Leute sagen, von draußen dringen Stimmen und das Klirren von Eisen herein. Offenbar hat sich unweit der Taverne eine aufgebrachte Menge versammelt. Neben den vertrauten Stimmen deiner Wachen hörst du eine weitere Stimme, die Parolen gegen die Tyrannei skandiert. Svelit erblasst und greift nach einer unter dem Tresen versteckten Armbrust. Wie es aussieht, müsst ihr sie gar nicht suchen. Kommt schon, General. Geben wir diesem Gesindel Saures. Oh ja, da bin ich auch dafür. Stell dich den Flammen. Oha, das ist ja ein bunter Haufen. Und unsere Wachen stehen bereit. Gut, die Lage wird zunehmend hitzig. Warnswachen stehen mit gezogenen Waffen vor einer Gruppe von Siedlern, die revolutionäre Parolen skandieren. Auch einige der örtlichen Fischer sind unter ihnen. In der ersten Reihe steht eine in einen hellen Umhang gehüllte Halborkin, die drohend ihre Waffe hebt. Sie ist ganz offensichtlich nicht von hier. Nieder mit der Tyrannei. Leonta Micho heißt sie. Wir lassen uns nicht wie Vieh behandeln. Ihr könnt uns nicht versklaven. Beruhigt euch sofort. Als sich die Wachen erkennen, atmen sie erleichtert auf. Hier ist Velana, General seiner Gnaden Warn. Ich bin sicher, sie wird sich um eure Probleme kümmern, damit ihr alle friedlich nach Hause gehen könnt. So, ich werde trotzdem erstmal reden. Wer seid ihr? Ich bin Leonta Micho von den revolutionären Purpurschwänen aus Galt. Wir haben unsere Heimat von der Tyrannei befreit und ich werde nicht zusehen, wie euer neuer Feudalherr mit seinen Stiefeln auf der Freiheit dieser Leute herumtrampelt. Könige, Baronen, Grafen, gewöhnliche Leute sind für den Adel nichts als Vieh. Wir werden nicht zulassen, dass dieser neue Staat zu einem weiteren Kerker für das Volk wird, das unter dem Joch der Tyrannei ächzt. Wir fordern, dass Megawarn seine Macht aufgibt, diese Gefilde zur Republik des Volkes erklärt und eine verfassungsgebende Versammlung einberuft. Oha. Sehr schön, wir haben einen erfolgreichen Wahrnehmungswurf gemacht. Und was ist das da an eurem Gürtel? Sieht aus wie ein Unsichtbarkeitsstab. Wozu braucht ihr den dann? Das finde ich gut. Bauer, Wissen, Erkannung, welcher Stab? Wir reden hier über die Kühe und er faset etwas von einem Zauberstab. Wieso er? Sie. Er versucht nur, uns abzulenken. Hört nicht auf die Handlanger des Tyrannenbürger. Gebt nicht auf, kämpft für eure Rechte. Versteht ihr denn nicht, solange ein Souverän über euch herrscht, wird sich niemand für eure Sorgen interessieren. Eure Kühe, eure Felder, eure Häuser, all das steht auf dem Spiel, bis ihr eure eigenen Herren seid. Nieder mit dem Baron, die Stunde des Volkes ist gekommen. So, einschüchtern, Diplomatie, blöffen. Ich würde mal sagen, wir werden jetzt ultimativ nochmal einschüchtern versuchen und wenn das nicht zum Erfolg führt, dann greifen wir hier eben zu den Waffen. So, wenn es hart auf hart kommt, habt ihr gegen Warns Wachen keine Chance, also ergebt und übergebt uns die Unruhestifterin und geht nach Hause. Leonta Micho, sind eure Herzen nicht... Okay. Ja. Halt den Mund, du hast lange genug geredet. Leute, fesselt sie. Ja, so kann man die Bauern auch zur Vernunft bringen. Sehr schön. Vergebt uns, wir wollten niemandem etwas Böses. Diese verfluchte Aufrührerin hat uns alle zum Narren gehalten. Werft die Schlange in den Kerker und wir gehen einfach nach Hause. Aber wenn ich es mir recht überlege, bitte schickt uns einen Arzt oder eine Heilrolle. Unsere Kühe sind krank und der Baron unternimmt nichts. Er antwortet nicht einmal. Wir sind nur wegen der Kühe auf die Barrikaden gegangen. In diesem Sinne, lebt wohl. Die Fischer sehen sich besorgt an. Also wisst ihr, wir gehen dann auch mal, ja? Wir haben ziemlich alberne Sachen auf unsere Mauern geschrieben. Die waschen wir jetzt mal ab. Na gut.
Haben sie ja nochmal Glück gehabt. Also Velena hätte nicht gezögert, hier ihren neu erlernten Feuerball einzusetzen. Haben wir jetzt die Sache geklärt? Nun, da der Aufstand vorbei ist, erwartet der Baron den Bericht. Okay, das passt, weil wir müssen ja über zwei Sachen mit ihm sprechen. Dann marschieren wir mal dorthin. Wo geht's genau hin? Hier. Alles klar. So, mal sehen auch, wie sich dort so die Stimmung entwickelt hat zwischen den beiden Kampfhähnen. Sprechen wir erstmal mit Mega. Und habt ihr euch mit diesen störenden Frieden befasst? Wenn wir etwas im Moment gar nicht brauchen können, dann einen Aufstand. Ja, wir melden einfach mal das Ergebnis. Ich habe mich um die Unruhestifter gekümmert. Die Leute haben sich beruhigt und die Aufwieglerin liegt in Ketten. Brillant. Ich hatte nichts anderes erwartet. Ich werde umgehend anordnen, ihnen mit ihren Kühen zu helfen. Wir werden sie natürlich nicht exekutieren, das ginge zu weit. Sie in den Kerker zu werfen, hat aber auch keinen Sinn. Wir sollten sie an die Grenze bringen und aus dem Land jagen. Was? Also ich hätte sie jetzt wirklich exekutiert. Sie kann meinetwegen nach Galt oder sonst wohin gehen, aber sollte sie noch einmal einen Fuß auf unseren Boden setzen, muss sie die Konsequenzen tragen. Andererseits traut ihr ohnehin niemand mehr, nun da ihre Tricks bekannt sind. Da wäre noch etwas. Wir müssen über die neuen Rekruten reden. Ihre Rekrutierung muss... Was ist das für ein Lärm? Wer macht da Ärger? Was? Schon wieder Ärger? Ach, Villas. Euer Gnaden, eure Stunde ist gekommen. Das klang irgendwie falsch. Ich meine, jetzt könnt ihr glänzen. Ein bisschen auf den Putz hauen. Eure Untertanen brauchen euren Schutz. Werdet ihr diesen bedauernswerten Kreaturen eine Heldentat verweigern? Was ist los? Svetislava. Ihr seid die bedauernswerte Kreatur und jetzt hört auf zu jammern und haltet den Mund. Ich werde alles selbst erklären. Eine Frau in einfachen bäuerlichen Gewändern tritt vor und stößt Gunnarsson zur Seite. Euer Gnaden, mein Name ist Svetislava. Ich komme aus einem Dorf namens Altstumpf. Wir leben dort schon seit langer Zeit und sind immer unseren eigenen Geschäften nachgegangen. Aber seit ihr hier herrscht, sind wir offenbar eure Untertanen. Wir haben unsere Steuern immer rechtzeitig bezahlt und euch mit Getreide und Fleisch versorgt. Aber nun ist großes Leid über uns gekommen. Jetzt könnt ihr zeigen, dass ihr mehr könnt, als Steuern einzutreiben. Megawarn, ich weiß um meine Pflichten gegenüber meinen Untertanen. Was ist passiert? Ah, er kommt zurück hier in die Tafelrunde. Villas, erinnert ihr euch an diesen unvergesslichen Tag unserer ersten Begegnung, euer Gnaden, als wir auf diese schrecklichen, aber auf ihre Art bemerkenswerten Kreaturen trafen? Tja. Warum redest du ständig dazwischen? Halt deinen Mund, ich bin nicht stumm und kann selbst reden. Also, euer Gnaden, großes Leid ist über uns gekommen. Tote Zyklopen haben sich aus ihren Gräbern erhoben und nähern sich langsam unserem Dorf. Wenn ihr uns nicht rasch helft, werden sie uns alle verschlingen. Wir werden mal Villas ansprechen, weil wir den ja ganz gut kennen. Villas, ihr scheint nervös zu sein. Was ist los? Gunnarsson lächelt dich dankbar an, wirkt aber irgendwie verloren. Danke, Schatz. Ich, wisst ihr... Oh Gott, jetzt nennt er uns Schatz. Ist ja widerlich. Schatz? Zephal hebt deine Augenbraue. Ich glaube, also in gewisser Weise bin ich vielleicht für die Misere mitverantwortlich, metaphorisch gesprochen. Ich war nämlich der Erste, der von den Zyklopen angegriffen wurde. Was, wenn ich sie hierher geführt habe? Mega, ich weiß, dass es unwahrscheinlich ist, sei denn, sie wollen ihren Armreif zurück. Haha, aber beruhigt euch. Die Zyklopen sind unser Problem und wir werden es lösen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass dieser Armreif dort irgendwie von Bedeutung war. Mega, ich werde persönlich einen Trupp anführen. Velana wählt die besten Kämpfer von Varns Schar aus. Wir brechen sofort auf. Die anderen bleiben hier und machen sich kampfbereit für den Fall, dass diese Zyklopen auch hierher kommen. Zombie-Zyklopen. Ich würde sagen, das gab es noch nie. Aber wie dieser junge Mann sagte, sind wir ihnen schon einmal begegnet. Und das heißt, wir könnten erneut auf sie treffen. Wenn wir die Baronie schützen wollen, müssen wir mehr über sie in Erfahrung bringen. Ich werde euch begleiten. Wir müssen herausfinden, woher sie kommen und wie wir sie aufhalten können. Okay, er ist wieder aus seiner Schmollecke zurückgekehrt.
Svetislava, danke, euer Gnaden. Es gibt allerdings noch ein Problem. Die Dorfbewohnerin senkt ihre Stimme. Diese Zombie-Klopen, sie können den Verstand kontrollieren. Als die Monster kamen, wurden einige von uns wahnsinnig und fingen an, sie anzubeten. Ihr müsst etwas gegen diese Verrückten unternehmen, sonst töten sie uns. Auch das noch. Danke für die Warnung. Wir werden tun, was nötig ist, um eurem Dorf zu helfen. Velena, Zerfall, seid ihr bereit? Villas, was ist mit mir? Ihr bleibt hier. Wenn ihr helfen wollt, haltet Wache. Oder geht zu Chiardi. Vielleicht braucht sie ja einen Träger. Im Kampf mit den Zyklopen brauchen wir euch nicht, sagt Zerfall. Schön, wie ihr meint. Gunderson sieht dich traurig an. Seid vorsichtig. Zerfall, Schatz. Okay, Leute. Ich muss noch Vorbereitung treffen, dahingehend. Lasst euch nicht zu viel Zeit. Nein, machen wir nicht dahingehend, dass ich einmal abspeichern muss und diese Folge beende. Und dann kann es gleich losgehen. Sehr schön. Gut, damit beenden wir das und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es gegen Zombie-Klopen geht. Also bis dann, macht's gut, euer Steinballen.